In seinen Modellen beschäftigt sich Oliver Boberg mit dem unscheinbaren öffentlichen Raum. Er nimmt banale öffentliche Räume, also sogenanntes Niemandsland, die unserem flüchtigen Blick gewöhnlich entgehen, zum Vorbild und macht dort Fotorecherchen vor Ort. Und diese interpretiert er dann neu en Miniatur, um sie anschließend fotografieren zu lassen. Und er schafft es aber in seinen Modellen, die so lebendig und wirklich aussehen zu lassen, dass der Blick eben doch sich hingezogen fühlt. Das Diptychon Himmel zeigt vermeintlich einen Blick in den Himmel mit Wolken, wie wir ihn alle kennen. Und man meint auch, dass zwischen den beiden Aufnahmen nur ein paar Minuten sind. Das heißt, es gibt eine gewisse Zeitlichkeit, die mit ins Spiel kommt. Und tatsächlich ist es so, dass Boberg dieses Modell, was er für seinen Himmel verwendet, über eine Stunde lang umbauen musste, um eben diese kleinen zeitlichen Unterschiede sichtbar zu machen. Mit seinen Bildern setzt Boberg diese eben zunächst eher belanglos wirkenden Situationen in Szene und macht sie dadurch für uns seh- und auch erlebbar. Das ist natürlich eine eigentümliche Faszination, denn es ist ja immer noch ein Modell. Das heißt, das Künstliche schwingt hier in eine Realität um und eben aber auch umgekehrt. Und das macht dieses Spiel mit der Illusion so lebendig.